liegt hier die alte Seerobbe. Ist mal da rüber gerobbt und ist am Schaukeln. Ja, sehr elegant. Hoppa! So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Strand und das ist tatsächlich so ein Sand, so ein bisschen grober Sandstrand, Sand- und Kiesstrand. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier ist so eine Schaukel im Wasser. Ah ja, hier heißt es übrigens Plantka Beach. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Plantka Beach. Und war jetzt von unserer Unterkunft nur 4 Kilometer entfernt. Hier ist noch so eine Rutsche. Und da hinten ist ein Aquapark im Wasser. Niki, die alte Seerobbe, ist mal da rüber gerobbt und ist am Schaukeln. Ja, die sagt gerade, wenn man einmal drin ist, ist das Wasser nicht so kalt. Stimmt, aber ist schon kalt. Hä? Voll schön hier. Das ist voll hoch. Und ja, sehr elegant. Hoppa! Ich dachte, ich soll noch ein Foto machen. Hier, wie du da am Schaukeln bist oder am Boomerang. Das ist doch nicht gemacht. Ja, aber kein Boomerang. Ich kann auch wieder hoch. Ja, wenn du eins möchtest, dann machen wir das nochmal. Nee, ein Foto brauche ich. Okay. Ich bin nur jetzt hier total nass. Ja. Trocknet das jetzt? Ja, ne? Klar. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 1:15. Viertel. Und ja, aber auf jeden Fall ein schöner Strand. Also wenn ihr hier seid, können wir euch diesen Strand hier auf jeden Fall empfehlen. Der ist echt Hammer. Der ist echt schön, ja. Und jetzt haben wir Hunger bekommen und fahren nach Novalia. Da haben wir gestern so 1-2 Restaurants gesehen, wo es ganz gut aussah und auch günstiges Essen. Ja, so Normalpreis auch nicht überteuert. Normalpreis, genau. Weil hier in Kroatien ist ja schon teuer, essen zu gehen. Du hast schon erzählt, diese Freizeitaktivitäten, du hattest ja geguckt, wie teuer das ist. Ja, ist alles echt teuer. Also ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also im Verhältnis, wenn man das woanders macht, kriegt man, also so eine Bootsfahrt zum Beispiel, kriegt man woanders für 17, 20 Euro pro Person. Und hier kostet es einfach mal 50 oder 60 Euro. Das sind echt heftige Preise hier. Wir haben ja auch. Als wir das erste Mal in Kroatien waren, habe ich Parasailing 120 Euro bezahlt. Ich wollte das unbedingt machen, deswegen habe ich das bezahlt. Und in Ägypten einfach ein Zehner. Ägypten einfach 10 Euro pro Person. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen. Wir haben Hunger gekriegt. Wir haben 25 Grad, es ist schön warm. So warm, dass ich mich verbrenne. Ja, Erwin war die ganze Zeit im Schatten. So, wir sind jetzt hier in einem Restaurant, das heißt Moby Dick in Novalia. Und die Preise gehen auch völlig klar. Ich nehme jetzt hier das gefüllte Pleskavica für 14 Euro. So, die Preise gehen hier richtig klar. Hier eine Bolognese, Spaghetti Bolognese, 9,50 €. Das esse ich auch sehr gerne. Panierte Calamari, 14,50 €. Gegrillte haben die auch für 14,50 €. Also Fischpreise sind auch richtig gut. Gibt es auch so eine gemischte Meeresfrüchteplatte für 2 Personen. 42 €, geht auch völlig klar. Emin hat sich noch eine Pizza bestellt. Wir haben uns ein Wasser bestellt. Und hat Kohlensäure. So, unser Essen ist jetzt da. Also wir haben echt große Portionen auch. Das sieht echt lecker aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Emin hat sich eine Pizza bestellt. Das sieht auch sehr, sehr lecker aus. Ja, und ich ein gefülltes Pleskavica. So, ihr Lieben. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Tag 2 der Party. Ja, so habe ich mich heute geschminkt. Das Wetter ist mal wieder herrlich. Ich zeige euch jetzt noch mein Outfit.
heute Lady in Red. Ja, genau, so sehe ich aus. Wir haben jetzt 16.10 Uhr. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Beachparty. Die geht bis 20 Uhr. Und heute ist irgendwie Mainstage Influencer Party. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie auf die Hauptbühne müssen oder die VIP-Lounge da ist auf der Hauptbühne. Ja, bin ich mal gespannt. Also das ist heute Abend dann, wenn der Club eröffnet. Jetzt gehen wir erstmal wieder zur Party. Bis später. Das war mal wieder echt geil heute. Oh. Ich weiß nicht, ich habe 2 Wodka, Orange und Kirsche getrunken. Und ich bin voll durch den Wind. Wahrscheinlich, weil ich nicht so viel esse zurzeit. Also war auch echt wenig Alkohol drin. Aber allein schon dieser Spaß, also es ist wirklich geil, 3 Tage am Stück einfach Party hier zu machen. Der Hammer. Es ist total schön, dass ich so viele Menschen auch kennengelernt habe. Man hat alle zusammen einfach Spaß. Man tanzt, man singt. Man hat Spaß zusammen. Wirklich sehr, sehr schön. Richtig schön, wirklich. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nächstes Jahr hier zum Spring Break zu kommen nach Kroatien, macht das. Wirklich. Das ist der Hammer. Ich bin auch so dankbar dafür, dass ich das erleben kann und dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich total. Ja, es ist wirklich echt toll. Ja, bei mir dreht sich gerade ein bisschen alles. Und Leute, meine Pantoffeln waren einfach weg. Jemand hat meine Pantoffeln geklaut. Ich hatte die ausgezogen, damit ich besser tanzen kann. Und war dann auch ein bisschen weiter unten, wo diese kleinen Pools sind. Da bin ich auch einmal im Pool ausgerutscht. Und dann wollte ich hoch meine Pantoffeln holen, weil wir gehen wollten. Und dann waren meine Pantoffeln auf einmal weg. Ich bin jetzt barfuß nach Hause gelaufen. Meine Füße sind komplett schwarz. Ich muss die gleich mal waschen. Ja, irgendwie sind meine Pantoffeln weg. Das waren diese schwarzen Pantoffeln mit diesem weißen Plüsch oben drauf. Die hatte ich von Shein. Okay, die waren jetzt nicht mega teuer, aber die waren so meine Lieblingspantoffeln. Die fand ich total süß. Ja, und die sind einfach weg. Jemand hat die einfach genommen. Ich habe auch gefragt bei dem Laden, aber also beim Club nur. Aber irgendwie wusste keiner was. Ja, wir sind jetzt, wie ihr seht, wieder in unserem Apartment. Wir haben der Katze nochmal Essen gegeben. Die war jetzt gerade wieder da.
Und ich mache mir jetzt eben noch ein bisschen Frühstücksfleisch in der Pfanne. Ich esse noch ein bisschen, ich habe Hunger, damit ich auch ein bisschen nüchtern werde, weil irgendwie, ich habe zwar nicht mega viel getrunken, aber ja, so in der heißen Mittagssonne merkt man das dann schon, ne? Ja, war auf jeden Fall echt geil heute. Hat echt Spaß gemacht, wirklich. Das macht mega viel Spaß. Ja, und heute Abend 0 bis 0:30 Uhr sollen wir wieder im Club sein. Dann geht die Party weiter. Oh mein Gott, ja. Ist gerade echt schön hier draußen. So eine kalte Brise. Und die Wolken sehen auch voll schön aus mit dem Sonnenuntergang. Die sind so rosa, blühende Wolken. Sonntag und ich bin gerade aufgestanden, wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ja, gestern war natürlich wieder ein sehr langer Tag mit ganz viel Party, Freude. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir sind ja gestern Abend dann nochmal ins Noah und wir hatten unser Influencer-Bereich neben der Bühne direkt. Und ja, somit hatte man auch eine bessere Aussicht, auch auf die Künstler, was heißt auf die Künstler, also auf die DJs und auch auf die Leute. Also war auf jeden Fall viel besser dort der VIP-Bereich als vorgestern, als wir den woanders hatten. Da war das auch sehr, sehr eng. Ja, so sieht's aus. Wir waren bis 3 Uhr, glaube ich, da und dann sind wir gegangen. Und heute ist der letzte Tag. Wir gehen jetzt wahrscheinlich wieder schon am Strand. Und dann kommen wir zurück und essen zu Hause, weil der Salat muss auf jeden Fall gemacht werden. Und wir haben noch so Würstchen, die offen sind. Die müssen auch gegessen werden. Also essen wir heute nicht draußen. Ja, und morgen geht es dann weiter nach Rijeka. Morgen ist die Zeit für uns hier vorbei am Zürcher Beach. Guten Morgen, Miezi, da bist du ja. Da bist du ja. Ja, guten Morgen. Ja, wann gibt's was zu essen, hallo? Ich bin wieder da. Ja, ich brauche Essen. Miau. Ich hab Hunger. Ja, mein Schatz, ich geb dir gleich. Hm? Ich geb dir gleich, ja. Ja, lecker Frühstücksfleisch. Mm. Ja, warte doch mal. Nicht so hastig. Jetzt. Guten Appetit. Ich geh mal weg, du musst nicht so hastig essen. Ess langsam. So ihr Lieben, wir haben uns jetzt doch anders entschieden. Wir sind jetzt hier am Zürcher Beach. Quasi da, wo auch der Partystrand ist. Ja, wir dachten uns, ist nicht so weit von unserem Apartment und können dann auch jederzeit schnell nach Hause, weil das Wetter heute auch nicht so toll aussieht. Ist auch ein bisschen windig, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich nehme meine Hand zum Schutz gegen den Wind. Ja, tagsüber sieht es hier so aus. Da ist der Noah Club, wo wir immer hingehen, ne? Mittagspartys und nachts halt der Club. Da ist noch ein Club und hier gibt es ganz viele Strandbars. Und guckt mal, richtig schön auch die Farbe vom Meer durch diesen hellen Kiesel. Ist wirklich schön hier, muss man sagen. Okay, das Wasser ist noch etwas kalt, also ganz traue ich mich nicht rein. Heute ist ja das große Finale, heute ist der letzte Tag hier am Spring Break. So, wir essen jetzt zum Mittag. Ich habe jetzt die restlichen Würstchen gemacht.
Und dazu noch einen Kopfsalat. Yummy, yummy. Hunger, Hunger. So, ihr Lieben, wir haben es jetzt 14.30 Uhr. Und hört ihr das? Es ist am Regnen und am Gewittern. Richtig dunkle Wolken kommen von der Seite. Ja, ich hoffe, das zieht schnell weg, weil um 16.30 Uhr sind wir wieder auf die Party. Ja, Party mit Regen, wäre auch mal was Cooles. Aber nicht mit Gewitter. Wir kommen gerade vom Noah Club. Wir haben jetzt 2 Uhr nachts, bestimmt? Ja, Viertel vor, glaube ich. Viertel vor. Ja, hatten einen schönen letzten Tag, letzten Abend. Wir sind auch nicht lange geblieben. Wir sind um 12 hin und waren jetzt um kurz vor 2 sind wir gegangen. Ich packe jetzt schon mal meine Sachen, damit ich das morgen früh nicht habe, weil wir müssen um 10 Uhr auschecken. Dann können wir noch einen Kaffee trinken und dann checken wir aus. 16 Uhr checken wir ein in Rijeka. Wir gucken mal dazwischen, was wir machen. Vielleicht uns irgendwas angucken oder irgendwo uns hinlegen, schwimmen, Sonnen. Ja, schwimmen im Meer ist nicht so, weil es ist wirklich noch kalt im Meer. Also so bis zu den Oberschenkeln kann ich rein, aber mehr auch nicht. Ja, würdest du einmal reinspringen, geht's wahrscheinlich, aber ist schon echt kalt. Ja, ist irgendwie noch kalt. Ja, aber ich ziehe mal auf jeden Fall mein Bikini an. Unten drunter, weil kann sein, dass wir uns dann irgendwo hinlegen, bis die Zeit vergeht, bis wir dann um 16 Uhr einchecken können. War echt schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viele andere Influencer kennengelernt von Are You The One? Temptation Island, Ex on the Beach, Berlin Tag und Nacht, Krass Schule, Köln 50667, TikToker, so Jugendliche, die kennt wahrscheinlich mein Sohn, ich kannte die nicht, die Millionen von Follower haben. Wir hatten eine schöne Zeit, ich bin auch sehr dankbar darüber. Ja, man kommt vom Alltag weg, vom Mama-Alltag, kann ein bisschen was erleben. Man fühlt sich manchmal auch dann so ein bisschen jünger. Und es macht Spaß. Mir macht Spaß, neue Leute kennenzulernen, Connections zu machen und ja, zu feiern, ein bisschen zu trinken. Wie gesagt, ein bisschen halt vom Alltag wegzukommen. War auf jeden Fall eine schöne Zeit hier. Die Insel ist auch sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, ja, wir würden jetzt nicht nochmal hier hinkommen, wenn wir nicht hier eingeladen werden oder hier Party machen würden, weil es gibt hier halt nicht wirklich viel zu sehen. Es ist ansonsten wirklich schön hier, wie gesagt. Man kann hier hin, wenn man so seine Ruhe haben möchte, auf einer Seite und auf der anderen Seite, wenn man das mit Party verbindet. Aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich viele Sehenswürdigkeiten oder mega schöne Strände. Ich glaube, die schönen Strände kannst du an einer Hand abzählen. Und die Insel ist ja auch nicht so groß und hat ja auch nur 3600 Einwohner. Also es ist wirklich ja, nicht viel, was man hier erleben kann. Oder man irgendwie, wenn man sagt, man möchte irgendwie shoppen gehen oder so. Das ist ja leider nicht gegeben. Ja, wir waren ja heute wieder, ich weiß nicht, ich hatte die Kamera nicht mit, wir waren wieder im Moby Dick und haben gegessen. Panierte Tintenfisch
panierten Tintenfisch gegessen mit Mangold. Da waren noch so gekochte Kartoffeln drin und das war wirklich sehr, sehr lecker. Aber das war ein Riesenberg, das war so viel für 14,50 Euro, also auch wirklich sehr günstig. Ermin hat Cevapcici gegessen mit Pommes, auch 14,50 Euro. Und wir haben uns wieder ein Sprudelwasser, eine Flasche Sprudelwasser geteilt. Eine Flasche Sprudelwasser 4,50 Euro, also auch echt günstig. Wir haben 32 Euro heute bezahlt. Also es geht völlig klar so mit den Preisen. Bei manchen Läden ist nicht überall so, manche Läden sind auch teurer. Aber hier zum Beispiel Moby Dick in, wie heißt der Ort? Ja. Novalia, ich wollte jetzt Rijeka sein. In Novalia hat echt gute Preise und große Portionen. Und der Laden war einfach voll. Also ist komplett voll. Und viele hier von den Kroaten können halt auch Deutsch sprechen, weil hier einfach 95% Deutsche hinkommen, die hier, ja, Party machen. Park ist das Ibiza in Kroatien, falls ihr das jetzt gehört habt von Ermin, ja. So sieht's aus, ihr Lieben. Ich packe jetzt hier zu Ende. Und dann bin ich auch froh, wenn ich im Bett bin. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf morgen, auf Rijeka, was es da alles zu erkunden gibt, wie unser Apartment aussieht. Aber ich glaube, so von den Fotos her wird das ganz gut aussehen. So, ihr Süßen. Bis morgen. Gute Nacht.